Jo, ihr Lieben, wer hätte es gedacht? 10.000 Abonnenten haben wir vollgekriegt, seit heute offiziell. Und im letzten Jahr musste ich ein bisschen kürzer treten mit meinen normalen Tutorials. Ihr versteht weswegen, ne? Musste ja alle ein bisschen kürzer treten. Aber ich habe fleißig Basscafés gemacht und der liebe Mensch Frank, der die Basscafé-Aufzeichnung geschnitten hat, der hat was Besonderes für euch vorbereitet. Zieht euch rein. Viel Spaß. Vielen Dank an alle, die neu dabei sind. Vielen Dank an alle, die alt dabei sind. Dieses Jahr geht's weiter. Und wir holen die nächsten 100.000. Ey, yo, ich war gestern wieder beim Basscafé, war voll geil. Ist das jetzt, sind wir jetzt schon? Leute, das mit der Technik. Aha, jetzt. Wunderbar. Und wir gehen mal live und gucken, wie es läuft. Ba, 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 ba. Schön, euch alle nicht zu sehen. Ich bin total geflasht, ich dachte nicht, dass jemand kommt. Jetzt sind wir am Start. Basscafé. Pom, 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 pom. Stampf, 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 stampf. Schön, dass ihr da seid. Hört mal einfach genau hin. Ah. Ich finde das immer schön, wenn nicht meine Fähigkeit das ist, was bestimmt, was ich spiele, sondern mein Geschmack. Ich will, ich will, ich will, ich will. Ja, genau. Was wollte ich sagen? Bin abgeschwoffen. Ach so. Wie alles ist auch diese Frage hochgradig individuell. Ich habe es gesehen und es ist prinzipiell schon möglich. Wahrscheinlich kommt es individuell gesehen wieder auf deine Daumenbreite an und aber vor allem auf deine Technik. Wow, jetzt baller ich hier die Fragen eine nach der anderen raus. Wir machen hier wirklich eine Speedrunde. Das mochten manche ganz gerne, manche auch nicht, aber das ist okay. Im allergrößten Leistungsbereich, da entscheiden dann irgendwann so anatomische Sachen, ob man denn dennoch fähig ist dazu, ja, und wer die beste Anatomie hat und am meisten geübt hat und als Kind mit 3 Jahren angefangen hat und das beste Talent hat und dessen Mutter in der Schwangerschaft nicht geraucht hat, der kriegt das dann hin, im Gegensatz zu anderen, die das dann nicht kriegen. Ist egal. Jedes Mal, wenn eine Frage mit sollte anfängt, brauche ich eigentlich gar nicht weiterzulesen, weil ich kann immer sagen, nein. Generell würde ich, wenn ich mich frage, soll ich nicht mal A oder B ausprobieren, dann ist meine Antwort generell eigentlich meistens ja. Schmapp, schmipp, schmurab, schmipp, schmurbida. Ich hatte eine Freundin, also ich hoffe, dass ich da jetzt nicht arschig rübergekommen bin. Jetzt müsst ihr es alle teilen. Die Sachen, die man lernt, die lernt man ja zu einem bestimmten Zweck. Also damit will man ja was anfangen. Und wenn man das, was man damit anfangen will, damit auch anfängt, dann gehen die auch nicht wieder verloren. Takedemi, 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 takedemi. Du gehörst eigentlich ins Bett. Ja, das ist halt auch so die Frage. Hast du da Bock drauf? Schaut mal wirklich unter den Link, auf den Link, in den Link, wie sagt man? Guckt euch das mal an. Du gehörst eigentlich ins Bett. Ba, 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 du, 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 du. Du hast es geschafft. Jo. Aber, ich hoffe, bei dir war das jetzt Absicht. Du bist jetzt mein Gast. Du darfst mir jetzt Fragen stellen. Was fängst du jetzt mit denen an? Du kannst ruhig unter den Tisch klettern, während wir reden. Das macht mir gar nichts. Bum, 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 bum. Rhythmus ist für jeden was. Mein Lehrer hat mir früher gesagt, du, das ist den Leuten scheißegal, wie viele Noten du spielst. Also die kommen nicht vom Konzert und sagen, boah, der hat so schöne und so viele Noten gespielt. Sondern die kommen vom Konzert und sagen, boah, der hat so gegroovt. Weil man es lernen muss, und aber es vielleicht nicht so viel Spaß macht. Ja, aber es macht Spaß. Ja, klar. Solange kein anderer zuhört. Also meine große Überzeugung ist wirklich, dass Transkribieren der absolute Shit ist. Dann machst du das Radio an, da singt, ach, jetzt irgendein Song, der nicht scheiße ist. Fällt mir keiner ein. Unfug singen, ja, Unfug singen ist perfekt. Ja. Hier, Groove Club übrigens, findet 4-mal die Woche statt und alle freuen sich sehr. Schön, du machst doch den Unterricht. Ja, ihr Lieben, ich mache Unterricht. Hast du ein Salto-Geschäft? Wie viele Bassisten braucht man, um eine Glühbirne reinzuschrauben? Gar keine. Das macht der Keyboarder mit der linken Hand. Spiel mal eine Achtel als Teaser. Philipp, ich kann sogar 16. Pass auf. Leider war der Bassist in der Schulband so cool, dass ich mir gedacht habe, fuck, ich muss unbedingt E-Bass lernen. Ich fand Gitarre voll scheiße. Du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist. Ja. Ursprünglich wollte ich mal Rockstar werden. Yeah, 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 wee, 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 wee. Das wird nämlich voll unterschätzt.
Und das ist eigentlich die Lösung für alle Probleme. Einfach super viel üben. Leute, ey, warum kann ich denn so scheiße erklären? Und irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe das jetzt vergessen. Das gibt's ja immer, dass Leute nicht wegen ihrer Technik gut sind, sondern trotz ihrer Technik. Dann sei so demütig, das auch Pissekacke langsam erstmal auszuprobieren. Gewürznoten. Wenn du, ohne dich mit einem Gewürz auszukennen, das einfach zack in die Soße knallst, dann kann es sein, dass die Soße danach ganz schön scheiße schmeckt. 50 Jahre Musik machen heißt nicht guter Musiker sein. So eine AC/DC-Rocknummer versteht jeder. Pentatonik, Bums, map, map, map. Ich finde das auch ein super Hinweis. Ich meine, das ist sonst wie Hausaufgaben machen. Ne? Ist auch super effektiv. Aber da kotzt man ja ab. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel Unsinn geschrieben. Du kannst spielen, was du willst, nur am Ende musst du es verkaufen. Das heißt, dein letzter Ton muss irgendwo landen, wo es gut klingt, und mit dem verkaufst du alles, was davor passiert ist, als Absicht. La, 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 la. Das ist jetzt ein bisschen zu schnell gesagt, als dass man das nachvollziehen könnte. La, 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 la. Ist egal, wie die Tonleiter heißt. Scheißegal. E-Moll, 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 Bums. Ja, herleiten ist ja immer gut, aber noch besser ist natürlich, wenn man sich das überhaupt nicht herleiten muss, weil man es schon weiß. Ne? Um ganz ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, worum es heute geht. Der Bart ist ab. Entweder gibt es da Regeln zu oder es gibt da keine Regeln zu. Wenn man mit den Fingern nicht mehr schnell genug ist, dann greift man zum Plektrum. Das muss ich nicht. Also ich glaube, da bin ich mit den Fingern schnell genug oder ich spiele einfach so Sachen nicht. Versuch doch mal, dann rauszufinden, was du dann am Bass umsetzen musst, um bassistisch Bass zu spielen und nicht gitarristisch. Where the focus goes, energy flows. Wupp, wupp. Mm, schön auf dem Abend, nach dem Arbeitstag, nochmal beim Unterrichten einen Schlagzeuger nebendran haben. Ah, super. Lars Lehmann, Slap Attack, bitte merken, Buch kaufen, wer slappen lernen will, solange ich noch keinen Slap-Kurs habe. Alle Saiten sind gedämpft, bis auf der, das ist ein Genitiv, vielleicht kann man das so sagen, bis auf der Saite, welche ich spielen will. Wie spielst du Smoke on the Water? Gar nicht. Fix, Punkt, eine Orientierungsstelle, noch ein Wort, was das Gleiche beschreibt, fällt mir jetzt nicht ein. Auf einmal kriege ich ein Paket, ich denke, was ist denn jetzt los? Hast du mal gehört, dass man beim Metal slappt? Hör dir mal Korn an. Ha! Da wird geslappt, bis der Arzt nicht mehr kommt. Abonniert den ganzen Scheiß, abonniert alles, wozu ich euch auffordere. Hey, ja, der Drummer ist auch dabei. Ich mach mal was, was viele Leute nicht können. Und zwar google ich mal, was ist. Meines Wissens, und ich bin immer ehrlich, zu 100%, soweit mir das bewusst ist, das Beste, was ich kenne. Und das ist so. Diese Griffbrettmuster, die man sich runterladen und ausdrucken kann, die sind ja totale Scheiß. So, und jetzt noch den Ausknopf finden. Wenn ein Song läuft mit Sechzehnteln, mit Achteln, mit Triolen, ich bin sofort so, weißt du sofort Bescheid. Es geht schon, man kann Musik immer noch genießen, auch wenn man sich auskennt. Sich selber aufnehmen ist der absolute Shit. Und ihr werdet euch wundern, wie scheiße ihr klingt. Leute, das müssen wir besser hinkriegen. Also es gibt keine Musikerpolizei, die dann kommt und einen abholt, weil man nicht mit beiden Fingern gespielt hat. Fängt ganz vorne an. Das ist was für den Wald- und Wiesenbassisten, der wir ja alle sind. Ist das richtig? Ich hoffe, das ist richtig. Ach, shit. Basses. So macht man dann wirklich professionell klingenden Shit. Muss ich alles machen? Bim bom bum bom gong gang ging gang ging gang bum ba shika du ba ga jing ka du bom bing bom bo 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 lu ba dam bim bang ging ka du bom ba du ba 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 da. Das haben wir aber schön übereinander gemalt. Objektiv brauchst du nicht mal Bass spielen. Dann ist alles im Arsch. Ich habe festgestellt, die beste Selbstverteidigung ist eigentlich super gut wegrennen zu können. Okay, ihr Lieben, wir kommen zum Schluss. Wir kommen zum Schluss. Ja, das ist natürlich scheiße. Haut rein. Tschüssi. Haut rein. Ciao. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend. Tschüssi.